Heute graben wir das Loch in unserem Vorgarten tiefer. Um schneller voranzukommen, benutzen wir jetzt eine Seilwinde, mit der wir viel größere Eimer hochziehen können. Und dann ging's top motiviert weiter. Das Praktische an der Seilwinde ist, dass wir sie als Aufzug benutzen können, um wieder aus dem Loch zu kommen, das mittlerweile echt tief geworden ist. Als nächstes machen wir mit der Verschalung weiter, die wir aus Holzbrettern und Stahlringen bauen. Daniel hat sich extrem gefreut, die Verschalung einzusetzen und musste dafür als erstes das Loch perfekt rundschaben. Dann hat er die Bretter aufgestellt und mit Stahlringen verkeilt. Es hat bis spät in die Nacht gedauert, bis die komplette Verschalung fertig war und wir endlich tiefer graben konnten. Morgen geht es weiter. Schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr denkt, wie tief wir es schaffen zu graben.